Hallo Minecraft, willkommen zurück bei Minecraft City. Ja, ihr erinnert euch vielleicht, vor ewig langer Zeit habe ich hier mit Mephisto zusammen den Grundstein der Burg gelegt. Und ja, jetzt hatte ich mit ihm noch überlegt, ja, was machen wir hier denn? Wie schaut's aus? Burg ohne Türmchen ist ja mal kacke. Also muss ich hier noch ein paar Türmchen bauen. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das machen möchte. Aber ich muss hier ja irgendwie mal loslegen. Ja, aber so nicht. Oder habe ich? Habe ich hier so ein Dings da? Nee, habe ich nicht. Kacke. Ich muss hier irgendwie rausbauen. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das machen soll. Und der will wieder nicht. Ich hasse es ja. Ich hasse es ja wirklich. Wenn die Klötze nicht so wollen wie ich. Ja, so ist schon besser. So, und dann gehen wir hier noch eins raus. Ich glaube, so sieht es dann am Ende ganz cool aus. Ich muss da natürlich... Der Husten lässt mich nicht los. Irgendeine Form finden, die am Ende im Gesamtkonzept gut aussieht, ja. Nicht die jetzt mal so auf die Schnelle irgendwie aussieht, als wäre es okay. Sondern ich brauche was, was auch am Ende das Design schick aussehen lässt. Und darum, ja. Aber das gefällt mir hier nicht. Nee, nicht so. So auch nicht, Mann. So auch nicht. Ich glaube, ich muss mir so ein, wie heißt denn der? Carpenter Hammer. Wie geht der? Oh, ich habe noch irgendwo einen. Habe ich da noch ein bisschen Eisen? Hani, hier noch ein bisschen Eisen. Das ist die große Frage. Sieht schlecht aus. Sieht sehr schlecht aus, aber dann nehmen wir hier mal kurz das Buch. Da können wir auch gleich noch was zu essen besorgen, ja? Weil wir hungern schon seit, ich glaube, einer halben Ewigkeit. Bread, nee, Chicken. Chicken haben wir noch. Carpenters. Blöcke haben wir noch. So. Gut, und zurück. Zurück sind wir ja auch schnell. So. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie das hier funktionieren soll. Carpenterhammer. Das geht gar nicht. Geht nicht, gibt's nicht.
Ich hätte gern da so ein Eckchen drin. Doch, das geht doch. Jawohl, so. Das geht auch nicht. Es geht aber irgendwie. Warte mal. Wenn ich hier stehe, Shift halt, dann kann ich die doch verändern. Das hier brauche ich, glaube ich. Ja. Jawollo. So will ich das. Also, wie viel haben wir hier? 4. 2, 4. Da tue ich mir wieder was an hier. Ja? Ich könnte mir ja einfach die einfachen Strukturen aussuchen, aber nee. Das wäre einfach zu einfach. Und deshalb sage ich mir immer, nee, mache doch ein bisschen was Schöneres. Und ich muss wirklich sagen, in der Regel ist es halt auch wirklich schöner. Ja, es ist ja scheiße, das zu sagen, ja, und es klingt auch wahrscheinlich ein bisschen überheblich. Aber es ist einfach so. Es ist einfach so. So. Jetzt muss ich gerade überlegen, ich wollte hier noch zwei hoch. Das wäre hier und dann noch eins raus. Und dann kommt da die Decke hin. Ja, und so ein Türmchen bauen, ja, ist nicht in 5 Minuten abgehakt. Sondern es dauert je nachdem auch mal seine Zeit. Jetzt hier gleich schon mal ein bisschen, die Mauer wird dann höher. So, und dann brauchen wir noch eine dritte Reihe. Boah, das wird ein Riesenteil hier. Aber wirklich. Und irgendwie verpeile ich hier gerade, wie das ging. Aber ist ja egal, ich habe ja einen Carpenter's Hammer. Damit sollte ich das hinkriegen. Wieder andersrum.
Hallo? Das habe ich ja auch noch nicht gewusst. Dass ich da zwei verschiedene Varianten. Ich dachte, ich rutsch immer. Oh. Ich kann da immer mit beiden gleich durchswitchen. Das habe ich nicht gewusst, dass es. Hallo? Dass es unterschiedliche Wege sind. Ah, der ging ja flott. Und der will wieder nicht. Mein Gott. Carpenters Blöcke ist schon so eine Geschichte für sich selbst. Und der will wieder nicht. Ist immer ein Blödian dabei. So, jetzt. Moment, warte mal, was ist denn mit dem hier? Na, der ist falsch. Aber so einen habe ich doch hier gerade nochmal gesetzt. Dachte ich. Ja, man setzt euch doch mal so, wie ich euch will. Genau so. Und der hier muss wieder weg. Der ist irgendwie, weiß auch nicht. Irgendwie war der falsch. Den hier wollte ich. Jetzt ist er richtig. So, also. Dann füllen wir mal hier ein bisschen auf. Und machen hier einen Boden rein. Ganz schöne Heidenarbeit. Warum heißt es eigentlich Heidenarbeit? Haben das früher die Heiden immer so gemacht? War das einfach ungeschickt? Kommt der Begriff daher? Weil die Heiden ungeschickt waren? Oder haben das die Leute damals einfach gedacht? Oh, das war ungeschickt. Das nennt man Heidenarbeit. Das könnte ich mir vorstellen, ja, dass die Protzigen hier. Haben wir Cleanstone? Nee, Cleanstone haben wir nicht. Aber vielleicht haben wir da noch was. Dass die protzigen Griechen oder Italiener, ja, also die Römer gedacht haben, ey, die Heiden, die sind so ungeschickt. Und das ist gar kein Cleanstone. Hallo. Ah, wartet. Da ist Cleanstone. Das ist Cleanstone, das brauche ich. Ne, das will ich nicht, das will ich. Und dann brauchen wir hier so ein paar Slabs.
Jawohl. So soll das aussehen. Nimm das so und nicht anders. Wir machen jetzt einfach hier mal zu, lassen hier noch Luft. Scheiße. So, weil hier brauchen wir, dann müssen wir hier auch noch welche zu machen. Weil ich muss ja da die Ecke noch wieder reinbasteln. So. Es muss nicht überall gleich aussehen, finde ich. Dass die eine Ecke hier einfach eine Ecke ist. Oder? Doch. Doch, das muss. Das muss. Was muss, das muss. Das zieht einfach. Doch. Es muss so sein. Aber dann machen wir das hier auch so. Ja, dann geht es hier geradeaus rein. Und da kommt dann das Zäunchen. Das Zäunchen als Fenster kommt da rein. Oh, das ist eine riesen Arbeit. Aber ich glaube, am Ende sieht es dann auch ganz okay aus. Was machst du denn jetzt? Willst du wieder schnell bauen und kannst es nicht, ha? Muss jetzt natürlich mal wieder hier testen, wie das Dach aussehen soll. Ist ja immer so eine Entwicklungsarbeit, die man am Anfang leisten muss. Und dann klappt es nicht. Auf Anhieb. Kann auch sein, dass es jetzt alles viel zu hoch wird. Ah. Mann, geh weg! Das mag mich nicht. Das Holz ist doof. Ich weiß noch nicht, ob das so in Ordnung ist.
Aber ich denke, mit der Mauerhöhe, da passt es. Was eher zum Problem wird, ist die Innenhöhe vom Hof. Ja? Wobei das auch okay ist. Ja? So hoch ist es gar nicht. Also, ja, Grundstein für die Mauer. Grundstein Teil 2. Diesmal leider ohne Mephisto. Vielleicht schaut er beim nächsten Mal wieder vorbei. Wäre ganz cool, dann bin ich hier nicht so einsam am Bauen. Ja? Wobei er sich hier wahrscheinlich sowieso zurückziehen wird. Er kann ja nicht bauen, sagt er immer. Seine Ausrede. Ich glaube, der baut absichtlich schlecht. Der baut absichtlich schlecht, damit er hier nicht mithelfen muss. Das ist meine Theorie. Und ich glaube, die stimmt sogar. Naja, vielleicht kann das auch wirklich nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das hier so hinkriege. Nee, kriege ich nicht. Da brauchen wir jetzt wieder den Carpenter's Hammer. Ah, wartet, das war. Hä? Was ist jetzt? Oh, das dachte ich schon. Oh, ja. 10.000 Varianten, wie es hier, die es hier gibt. Ach Mensch. So, die hier will ich. So rum, genau. So. So, da müssen wir jetzt dann nur noch ein bisschen Stein reinhauen. Ja? Und dann passt es auch. Hier machen wir vielleicht noch mal ein Fensterchen. Mal gucken. Aber so wird es dann alles zusammengefügt. Und ja, jetzt muss ich auch Schluss machen. Hier sind schon 23 Minuten jetzt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weiter aussieht, bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.